Liebes Brautpaar, Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Sie dürfen die Gewissheit haben, dass Sie mit unserer Gemeinde und allen Christen in der Gemeinschaft der Kirche verbunden sind. Zugleich sollen Sie wissen, Gott ist bei Ihnen. Er ist der Gott Ihres Lebens und Ihrer Liebe. Er heiligt Ihre Liebe und vereint Sie zu einem unentbehrbaren Lebensbund. Ich bitte Sie zuvor öffentlich zu bekunden, dass Sie zu dieser christlichen Ehe entschlossen sind. Ich frage dich, Tex, sind Sie hierher gekommen, um nach reifischer Überlegung aus einem freien Entschluss mit Ihrer Braut den Bund der Ehe zu schließen? Welche Geld kommt dann jetzt an? Wird sich an wie Drogen verkauft? Wollen Sie Ihre Liebe und Acht und Ihre Treue halten an alle Ihre Lebenstage? Ja, ich will. Rose, ich frage Sie, sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung aus freien Entschluss mit Ihrem Bräutigam Text in den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihren Mann lieben, achten und ihm treu halten an alle seine Tageslebens? Ja, ich will. Sie sind beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott ihnen schenken will und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Ja. Sie sind beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Ja. Ja. So sind beide zur christlichen Ehe bereit. So schließen sie jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem sie das Vermählungswort sprechen. Dann stecken sie die Ringe an, okay? Ja, jetzt sind eure Texte. Ich habe meinen Text vergessen. Ja, bitte, Cleve, hilf mir. Also, ich meine, als Trauzeuge ist man ja dafür da, für seinen Bräutigam auch einzuspringen, wenn er sehr aufgeregt ist. Und das ist gerade der Fall, deswegen, der findet gerade einfach keine Worte für das, was hier ist. Deswegen benehme ich das mal kurz für alle hier. Wir alle haben uns hier heute versammelt, um Rose und Tex bei ihrer Eheschließung zu begleiten. Als ich Tex das erste Mal getroffen habe, haben wir uns auf Anhieb gut verstanden, weil wir beide Autos lieben. Aber mir wurde ja klar, dass es eine Sache gibt, die er mehr liebt als seine Wägen, nämlich seine tolle Frau. Er hat mir so oft von ihrem ersten Treffen erzählt am Würfelpark, dass er sich direkt in ihre Augen und ihr Lächeln verliebt hat. Man merkt direkt, dass Rose für ihn die perfekte Frau ist. Er erzählt so oft davon, wie toll ihr Charakter ist, da sie ihn immer zum Lachen bringt, egal wie schlecht der Tag gelaufen ist. Mit ihr hat er sein Zuhause gefunden, seinen sicheren Hafen. Ein Toast auf Rose und Tex, dass ihr immer zueinander finden werdet und euch immer den Rücken stärkt. Danke, Cleve. Gerne. Kannst du vielleicht aufhören zu weinen, sonst weine ich auch. Also, Rose, auf jeden Fall, ich liebe dich sehr, sehr doll. Und ich möchte auf jeden Fall mein Leben lang hier bleiben. Deswegen, der Ring. Der deine. Und ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, sie dürfen sich jetzt zum Küssen. Auf das Brautpaar! Glückwunsch! Dem erkläre ich euch zum Mann und Frau. Klappt das Bier. Ja! Zwei Bier! Woo! Hehehehe